Hallo und herzlich willkommen zum Teil 7 meiner kleinen Serie, wo ich russische Loks und die Strecke Mosti-Balesino vorstelle. Kurz nachdem ich die ersten 6 Videos rausgegeben hatte, kam die Frage auf, wie wechsle ich denn den Führerstand in diesen Loks, weil das ist ja auch ein bisschen komplizierter und das will ich jetzt mal schnell vorführen. Da werde ich auch gar nicht groß zu erzählen, wie ihr die Loks alle bedient. Dafür habe ich einzelne Videos. Ich werde jetzt also alle der Reihe nach mal schnell anschmeißen und dann den Führerstand wechseln, damit ihr seht, wie das geht. Dafür muss man nämlich die Loks weitestgehend wieder in den Grundzustand versetzen. Ich fange hier einfach mal schnell an, die Dinge anzulassen. Ohne große Erklärung. Versetzt die einfach in denselben Zustand, wie ihr das aus den Videos kennt. Meinen Ton noch ein bisschen leise, den hatte ich gestern für irgendwas lauter gestellt. Wahrscheinlich hört man mich ganz schlecht. So. Und mal warten, bis er angelaufen ist. Warten wir noch kurz, bis er komplett abfahrbereit ist, also so wie ihr die wahrscheinlich auch von der Strecke kommend irgendwo habt, bis dann irgendwann der Zustand ist, wo ihr mal umdrehen wollt. Druck noch aufbauen. Okay. Sifa noch schnell anmachen, denn die habt ihr ja auch an, wenn ihr da rumfahrt. Okay, jetzt ist die Lok in demselben Zustand, wie ihr mit der eigentlich rumfahrt. Und jetzt wollt ihr den Führerstand wechseln. Und erster Schritt, dafür mache ich die EPV, die Sifa natürlich mal aus, damit die mir jetzt hier keinen Stress macht und mich nervt, während ich hier rumstehe. Führerstand wechseln in Trains geht grundsätzlich mit der Taste, in Tastenkombination Alt-C. Jetzt sitze ich im anderen Führerstand. Und jetzt seht ihr hier schon ein erstes Problem. Hier unten ist dieser Hauptbremsventilhebel weg. Und ich gehe nochmal in den anderen Führerstand. Wenn ich hier noch den Vorwärtsgang einlege, dann fehlt hier sogar der Fahrtrichtungshebel. Und das ist natürlich kein Zustand, in dem man arbeitet. Deshalb muss man das ganze Zeug alles wieder auf Null zurückstellen. Und das Einzige, was wir hierbei nicht machen werden beim Führerstandswechsel, ist den Motor ausmachen. Weil das dauert ja immer eine Weile, den anzumachen. Und dazu werde ich das jetzt einfach mal die Prozedur durchgehen. Alles auf Null runtersetzen wieder. Fast alles. Hier diese Lok-Kontrollschalter nicht vergessen, die sind auch ganz wichtig. Dann machen wir die Frontlämpchen wieder aus. Da zoome ich mal ein bisschen rein, da geht das leichter. Aus, aus. Und die zwei Sicherungen. Die beiden lassen wir an, weil die sind dafür da, dass der Motor weiterläuft und den wollen wir ja anlassen. Und hoffen. Achso, ja, Bremse muss ich natürlich noch anziehen. So, Bremse in den Originalzustand auch. Und dann dauert es einen Moment und dann kann man hier unten den Hauptschalter wieder umlegen. Der ist manchmal ein bisschen zickig. Da müsst ihr einfach eine Weile warten, bis die Bremse wahrscheinlich Druck abgebaut hat oder sowas. Und irgendwann lässt er sich umlegen. Das dauert manchmal eine ganze Weile. Also so eine Minute oder so kann das mal dauern. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Gut, Sifa hatten wir schon ausgemacht. Können wir den Deckel wieder zumachen. Und jetzt, wie ihr seht, läuft der Motor noch. Aber wenn wir jetzt in den anderen Führerstand gehen, können wir hier alles wieder so herstellen, wie es gehört.
den Hauptschalter und die Kraftstoffpumpe müssen wir natürlich jetzt nicht umlegen hier, weil der Motor läuft ja noch, das ist auf der anderen Seite geschaltet. Und dann stellen wir einfach den ganzen Rest so her, dass wir so wieder fahren können. Und das geht mit ein bisschen Übung, wenn ihr da mal Routine reingekriegt habt, auch schnell genug. Gut, und jetzt haben wir den Führerstand gewechselt. Ja, der meckert jetzt, weil er noch nicht ganz auf Betriebsdruck ist. Okay, das war's dazu. Ich schalte jetzt wieder Alt-C, gehen wir in den anderen Führerstand, machen den Motor schnell aus, damit uns das Gebrummel hier nicht nervt. Und dann geht's auch gleich weiter mit der nächsten Lok. Das ist jetzt hier die TE10. Auch schnell anlassen. Und da können wir natürlich nicht, wenn wir hier jetzt Alt-C machen, passiert gar nichts in diesen Führerständen, weil die Lok hat natürlich hinten dran keinen zweiten Führerstand. Das heißt, da müssen wir dann immer so durch die Lok wechseln. So, hier unten den kleinen nicht vergessen. Lichter alle anmachen. Hinten auch noch Rücklichter anmachen. Warten, bis Druck aufgebaut ist. Und während die hier Druck aufbaut, kann ich schnell nochmal was erklären. Bei der TE10, da habe ich das jetzt ab und zu mal, dass die Motoren etwas warm werden. Das sieht man dann hier an diesen Anzeigeelementen. Und wenn die Motor, oder meistens ist es die Öltemperatur, die zu hoch wird. Und wenn die so knapp über 80 Grad geht, das ist dieser kleine hier. Das Element ist hier, also das Anzeigeelement ist ein bisschen staucht in dem Bereich. Dann ist der Motor, dann wird der Motor überhitzen, oder dann überhitzt der Motor. Und dann geht hier oben an diesem Lichtkasten eine der beiden Lampen an, je nachdem welcher Motor halt überhitzt ist. Entweder die vordere für die 1 oder die zweite Lampe für die 2. Und wenn das passiert, dann schaltet einfach dieses das Schaltrelais zwischen Generator und E-Maschinen der Lok ab. Und das bedeutet, der Motor in der Lok läuft zwar noch auf der Drehzahl, wie ihr es hier am Fahrtregler eingestellt habt, aber es wird keine Kraft mehr übertragen und der Motor muss natürlich auch nicht mehr gegen den Widerstand des Generators arbeiten. Und damit kühlt er wieder ein bisschen ab. Ihr könnt da ein bisschen dran rumspielen, indem ihr die Kühlung der Loks von automatisch auf manuell setzt. Und dazu legt ihr einfach diesen Schalter hier um. Das ist der Kühler, der steht im Moment auf, kann man auch ein bisschen lesen hier oben, Automat, also irgendwie automatisch, und jetzt steht er auf manuell und dann macht er die alle auf. Und wenn er dann mal von außen guckt, dann seht ihr auch, sind jetzt, obwohl der Motor ja noch kalt ist, wir haben die Lok ja gerade gestartet, laufen hier oben die Ventilatoren und die ganzen Lüftungsklappen sind offen. Und das könnt ihr eigentlich auch so herstellen, und wenn er dann zum Beispiel in der Station steht irgendwo und nicht wollt, dass die Motoren zu weit abgekühlt werden, dann schaltet er dann kurz mal wieder auf automatisch, dann gibt es ein lautes Klackgeräusch und dann gehen die alle wieder zu. Und dann ignoriert er die Schalterstellungen hier. Gut, wir wechseln das Cockpit. SIFA habe ich jetzt mal nicht angemacht. Bremsen wieder anziehen. Lichter umstellen, da stellen wir jetzt hier die kleinen Frontlämpchen natürlich auch direkt um, weil die müssen wir nicht ausmachen, wir wollen ja dann in die andere Richtung fahren. Die lassen wir natürlich an. Hier unten den kleinen noch.
Und dann können wir auch hier wieder das Hauptbremsventil umlegen. Gehen in die hintere Lok. Schalter an. Den an. Bremsen lösen. Hier braucht man natürlich an den Motoren jetzt wieder nichts machen, die laufen ja noch. Na komm. Trains wieder ein bisschen rum. Lichter an. Gang rein. Und dann haben wir die Lok umgekehrt. Gut. Motoren aus. Und weiter geht's mit der nächsten Lok. Das Prinzip sollte mittlerweile klar sein, ja, was ihr da machen müsst. Einfach nur so weit zurückstellen, dass die Motoren noch laufen und den Rest, den lasst ihr einfach so, wie er ist. Das ist jetzt hier auch mal der Einschaltvorgang im Schnelldurchgang. Habt ihr das auch mal gesehen? Warten, bis es wieder angelaufen ist. Das gute Nebelhorn an der Lok, die Hupe. Und die Nummer 1, komm schon. Schon wirklich alles schick gemacht hier. So, Druckhammer. Okay, sie fahren natürlich, die ignoriere ich jetzt mal, gut, und dann machen wir alles wieder so, dass wir den Führerstand wechseln können. So, also alles, was ihr irgendwie angeschaltet habt, müsst ihr dann natürlich auch wieder zurückschalten. Und ganz am Ende nicht vergessen, hier unten das Hauptbremsventil umzulegen. Gut. Hier wieder alles anmachen. Reihenfolge, wie ihr seht, achte ich nicht immer hundertprozentig drauf, also das ist auch nicht immer so unbedingt kritisch.
Also so ungefähr, habt ihr jetzt gesehen. Hier werden wir jetzt natürlich wieder die Bremsen belüften und so weiter. Das schenke ich mir jetzt darauf zu warten. Motoren aus. Gut, letzter Kandidat, die VL80. Eins. Na komm. Zwei, drei. Wer bist du da oben? EWP1 habe ich geschaltet. Ah, sehr schön. Prinzip sollte mittlerweile klar sein, ja, was jetzt hier passieren wird gleich. So, und damit ist sie abfahrbereit. Gut. Bremsen anziehen. Siefer natürlich wieder nicht vergessen. Bei der Lok hier bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz so sicher, was wir da alles tun müssen. Aber, weil wenn ich den jetzt nämlich umschalte, dann geht hier alles aus. Aber ich würde einfach sagen, hier machen wir es mal auf die sichere Variante. Alles aus, Fahrtregler auf 0, die zwei aus, die hier drüben alle noch aus. Damit haben wir das Cockpit jetzt also hier auch wirklich komplett zurückgesetzt, bis auf ihn hier unten. So. Und dann schalten wir es einfach komplett wieder an. Hier müssen wir ja zum Glück nicht drauf warten, dass der... Oh, hier hat er die Schalter umgelegt. Das passiert manchmal, da merkt sich das Skript nicht, was in einem anderen Lokteil alles los war. Das ist aber auch jetzt nicht so kritisch. Und dann läuft es ja schon wieder. Das geht ja hier bei der Lok schnell. Schalter umsetzen. Zack. Und damit haben wir eigentlich wieder fahrbereiten Zustand hergestellt. Ja, hier scheinen die kleinen Lämpchen da wieder nicht zu funktionieren. Aber jetzt funktioniert die große oben. Okay. So viel dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen jetzt geholfen, dass er da jetzt auch die Führerstände wechseln könnt, ohne jedes Mal den Motor neu starten zu müssen. Okay, mal gucken. Kommen bestimmt noch mehr Fragen dazu, vielleicht beantworte ich dann noch ein paar mehr. In dem Sinne, viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal. Ciao!